der Honst, mir weiß ich dies. Aber über Hammersheim oder über Unterhammersheim oder überhaupt, das kommt ich nicht gewiss. Lumpenlüder ist wieder draußen. Lausanne, da drückt sich herum. Da dabei jetzt heimer so viel Arbeit. Säse richten, wäschen und Kommissionen machen. Bereit sind, wenn der Mann heimkommt. Dreckür, verdrehtes Weib. Du Schlenz, du Vögelscheich, du ingebildete Schicksal. Bonjour! Bonjour! Mit wem dürfen wir denn? Da, mit dem Weib. Affe, reden wir nicht mehr davon. Habt ihr gesehen? Mensch, da ist etwas los in die Murie. Oh ja, es kommt einfach. Ich sehe ihn aber ganz verschwommen. Gell, ich sehe ihn nicht gut. Seit dass mein Vater gestorben ist. Was hat das mit Ihrem Vater zu tun? Er hat mir alles die Brille geputzt. Er hat immer gemacht, dass ich heiter sehe. Sie leben aber gefährlich. Denn wenn man jetzt das sieht, was man sieht, muss man auch hören können, was man riecht. Obwohl ich zwei Mucken gesehen habe auf meinem Fleisch jetzt morgen. Ich rede nicht von einer Schissmucke. Ich rede von da, was da überall passiert. Fleisch, das ich den letzten Monat gekauft habe. Der kommt immer näher. Ich sehe gerade einen schwarzen Punkt. Ein schwarzer? Wenn ich nicht sehe, dann ich nicht höre. Vielleicht. Aber Schmeißmuggel habe ich keine Tam. Seit dass mein Vater gestorben ist, schon wieder. Er hat sich immer um alles bekümmert. Um alles. Sie sind aber kein Nachbar, der kommt. Nachbar sind alles komische Leute. Nachbar sind immer komisch. Grundsätzlich ist es nicht interessant, Nachbar zu haben. Nachbar sind nicht rein wie mir. Gell, ich sind doch? Ja, aber selten. Nachbar schmecken nicht wie mir. Wegen dem schmeckt es so in dem Kartier. Na ja, der Nachbar. Ich, wo gemeint, das ist mein Fleisch, da bist du ins Nachbar. Ah ja. Nachbar, ich, wo gemeint, das ist, wenn ich mich nicht wasche. Ihre Vater wieder. Er hat sich auch um meine Toilette bekümmert. Der, wo da kommt, ist ein Nachbar. Er gleicht uns. Aufgepasst. Hitze das ist der Nachbar nicht wie früher. Er gleicht dem Ausländer. Wir sind ja alle Ausländer. Fast überall. Manche Nachbarn sind ja mehr Ausländer wie andere. Das hört man. Das hört man euch. Manche Nachbarn machen einen Haufen Krach wie Ausländer. Ich, wo gemeint, das ist wegen meiner Pfuchzerei den ganzen Tag. Du bist ins Nachbar. Pfuchzerei? Ich habe ein Problem mit dem Hören und Schmecken. Mein Vater hat sich immer um meine ganzen Sachen bekümmert. Er hat immer für mich geschmeckt. Ehre, Vater. Da, wo der kommt, ist ein Ausländer oder ein Nachbar? Es gibt ja nichts anderes. Entweder ist er ein Ausländer oder ist er ein Nachbar. Das ist kein Ausländer. Er sieht normal aus. Die Ausländer sind also nicht normal aus. Wir verstehen uns ja. Normal wie ich und ich? Da bin ich jetzt richtig froh. Ich habe Schmeißmuggetheim, Fucht, überall umeinander und sehe normal aus. Ich und ich sehe. Ich rede schon Elsässisch. Und da, wo der kommt, ist er normal. Man hört ihn ja nicht. Wie will ich bestimmen, wer ein Ausländer ist, wenn er nichts sehen und nichts hören? Seit er, als mein Vater gestorben ist. Er hat sich um das ganze Ding bekümmert. Jetzt ist er ganz not. Schmeckt nichts. Hat er denn ein Mensch gehört? Nichts gehört. Das ist kein normales Bonjour. So ein vertreites Bonjour. So ein verzwicktes Bonjour. So ein boshaftiges Bonjour. Also ist ein Nachbar oder ein Ausländer gesehen? So wie nach unten soll ich sein, proper und süfer, ist ein Nachbar. Aber mit dem ekelhaftigen Bonjour ist ein Ausländer. Was ist denn ein Ausländer in unserem Pacht machen? Dann ist er kein Ausländer.
Und wenn es ein isländischer Nachbar war? Wenn es ein isländischer Nachbar ist, dann ist früh, ist er vom Cartier oder nicht? Wenn er vom Cartier ist, heißt man, dass er Nachbar, nicht ein Isländer. Es gibt Nachbar und Isländer. Du in dem Park gibt's nur noch Nachbar. Was hat er mit der Isländer gemacht? Ist gezünd. Verdammt, du, ein Zün ist Isa. Was geht der Isländer? Das ist radikal. Ach, das erinnert mich an etwas geworden, einmal. Oh ja, ja. Mein Großvater hat mir einmal gesagt, als es so angefangen hat. Ich weiß aber nicht, wo und wenn. Achtung, es gibt Sachen, wovon einer normalen Nachbarn nicht redet. Und mein Vater hat auch ja so Dinge geklappt. Aber ich glaube, er hat immer gesagt, eingezünd. Ist da eine Differenz zwischen eingezünd und ausgezünd? Auszünden haben wir immer gemacht. Ein schöner großer Park, ein Zünd und hoppla, die Isländer ausgezünd und wir sind wieder unter uns, unter Nachbarn. Es ist also so eine Art Anti-Ghetto. Was ist am besten, ein Ghetto oder ein Anti-Ghetto? Im Anti-Ghetto sind Nachbarn. Da und die Isländer da. Und wo ist am besten? Es kommt darauf an, ob man ein Nachbar ist oder ein Isländer. Wenn wir zwei, wo Nachbarn sind, nicht wo. Wenn wir zwei da stehen, sind wir zwei Isländer, vielleicht der Nachbar. Und wenn wir da stehen, sind wir zwei Nachbar, vielleicht der Isländer. Und jetzt legen Sie aber auf. Wir sind gescheiter gewesen, wo ich nichts gesehen habe, nichts gehört habe, nichts geschmeckt habe, nichts gesagt habe und überhaupt auch nichts gedenkt habe. Nichts sehen, nichts hören, nichts schmecken, nichts spüren und nicht danken, wie mein Vater. So habe ich den Elze sich gern. Üszünen oder einzünen. Ghetto oder Anti-Ghetto. Da oder da. Nachbar oder Isländer. Aber welche Nachbar? Welche Isländer? Melfort oder nicht Melfort? Da ist die Frage. Das hat es beim Hitler nicht gegeben. Warst du Melfort? Nachbar, die Isländer, der Zün? Nein, da. Woll du Giranium auf Jerkwoten? Jetzt stellen sie uns noch unsere Giranie. Das steht da in der Zeitung, im Lalsas. Die Isländer sind es nicht, es gibt keine Isländer da. Dann sind es Nachbarn. Und mehr. Ja, ich weiß, sind die Jungen. Die Jungen von der Nachbarn? Ja, nein, die Jungen, einfach die Jungen. Da steht es im Lalsas. On soupçonne une bande de jeunes surnommés les Pirates de Giranium. Sind die Jungen. Vom schieben sie also Sachen. Gefährlich, gefährlich. Es ist gefährlich, weil in dem haben wir sie ausgezündet. Dazu noch Kamera angemacht, Vigil eingestellt mit Hint und Matrak. Ihr könnt schon sagen, was er gefällt, und an der Telepolitiker. Die Welt ist nicht immer, wie sie es möchte. Eingezünd ist gezünd. Es gibt keine Wahl mehr. Mit der Geranium fängt es an, und dann ist der Schissdreck da. On soupçonne, dass er Geranium gestohlen hat. Man muss lesen können. Ja. On soupçonne, will heißen, sie sind's. Man muss danken können. Ja. Und wenn die Jungen nicht mit da sind, dann sind wir wieder unter uns, unter Nachbar. Ja, aber dann... Dann sind wir wieder ruhig in unserem Park. Ja, aber dann... Dann können wir wieder ohne Gestörtes in den Kirch gehen am Sonntag und auf Goethe liegt. Schrecklich. Man hat echt den Gedanken nicht Angst. Warum teufelst du dich Angst, vor den Kirch zu gehen? Ich sehe Goethe, ich rede Goethe, ich schmecke Goethe, ich schmecke Goethe. Und überhaupt, ich denke Goethe. Undankbar. Macht sich nicht Angst. Von wem soll dich Angst haben? Von der Nachbar? Sind alles ordentliche Leute. Da gibt's nur noch ordentliche Leute, unsere Manche und die verdammte Jungen. Abscheulich, mir macht's Angst. Ich hab auch Angst. Vor dem Tag, wo wir kein Geranium mehr haben. Und wenn wir kein Geranium mehr haben, was bietet uns dann? Die anderen haben uns schon alles genommen. Morgen werden die Jungen alle geschnappt und es kommt Stacheldraht an den Zünd. Stacheldraht? Da ist da eingezünd und da ist gezünd. So Geschichten haben doch so viele Nachbarn mitgemacht, auf einer oder auf der anderen Seite vom Zünd. Und wenn wir sie alle haben, dann wären sie ausgezünd. Aber bei uns sind doch die Jungen von den Nachbarn. Der Vater ist dichter gewesen, Ahoi. Was er gesagt gemacht hat, weiß ich nicht, ob er da gewesen ist oder da. Malgré nous oder malgré tout. So oder so, hat er immer gesagt. Wenigstens ist Ordnung gewesen. Es gibt wieder Ordnung. Die drüssen und wir drinnen, unter uns. Da hat der Kumpel gehabt. Und der dann gerade gesehen ist auf dem Mirador, der hat immer gesagt, Ordnung muss sein. Die drinnen und wir draußen. Nein, Monsieur, sie trompieren sich. Die drüssen und wir drinnen. Die Slumpen vor die drüssen und wir drinnen. Und mit den Jungen, die uns die Giranie gestohlen haben. Thank you.
schon mal mit einer alten Lira. Jetzt ist sie der Dreit. Jetzt lügen wir endlich gegen morgen, ohne unsere Wurzeln zu verlieren. Jetzt sind wir wie die andere. Nicht bläder, nicht gescheiter. Jetzt hören wir nicht mehr. Wir Elsasser haben eine Hilfesschaufe mitgebracht. Uns Elsasser hat man nicht gern. Ja, bei den Schwoben ist etwas los. Bei den Schwoben hast du Musik und Gastronomie. Die blöde Hase haben uns alles genommen. Sie nehmen sogar unsere Sprache. Das hat's beim Hitler nicht gegeben. Wir flüchten wieder so ein. Mit den Kommunisten hat es 85 Millionen Tote gegeben. Mit dem Hitler nur 45. Also, das ist alles um. Was mache ich jetzt hier ganz allein? Eine neue Welt? Das ist alles recht und gut. Aber es ist doch ein Mensch umgebracht worden. Eine schlimme Sache. Jetzt kann ich mich erinnern. Ich bin ein junger Bub gewesen. Wir haben Kopfball und Indianer gespielt mit meinem Kumpel im Schienenpark mit den Hüferbeinen. Ich war der Indianer und der andere der Kopfboy. Der alte Adolf hat wie immer seine Zeit am Fenster verbracht. Mach nicht so viel Krach, die verdammte Jugend. Wenn er es so weiterst machen, hol ich die Flinte. Ich war der Indianer und der andere der Kopfboy. Nochmal, er ist vom anderen Quartier gekommen. Da wo sie alle schöne Wagen haben. Da wo gut geredet wird. Da wo gut gedankt wird. Dann hat er mich gefangen gemacht. An einen Baum gebunden. Hat mir gesagt, wir sind Lumbervolk. Dann hat er mir das Gesicht mit Schokolade verschmiert. Ein Handvoll Ameisen drüber. Alle meine Knöpfe abgeschnitten. Ich habe ihn gefragt, warum er so viel Hass. Als Antwort hat er mir eine Busche hoch abgehauen. Brennnesseln in die Hose gemacht. Er hat aber nicht gewusst, dass wir ein schlaues Volk sind. Er hat nichts aus sich Seil gemacht und sich gleichzeitig seine Wasserpistole nimmt. Und schon bin ich frei. Stand vorne an ihm, ziel ihm ins Gesicht. Schieß! Und ganz los! Was ist denn los? Wo bin ich? Was habe ich gemacht? Habe ich geträumt? Habe ich geschossen? Wo bin ich? Habe ich das alles geträumt? Habe ich geschossen? Auf deinen Mann mit dem Revolver? Auf den Mann mit dem Revolver? Oder auf deinen Bühne mit der Flaschenpistole? Oder auf den Kopfball mit der Wasserpistole? So oder so ist alles herum. Es ist durch einen Mensch umgebracht worden. Eine schlimme Sache. Kommt mal hin. Wir sind im Brunnenwald gewesen. Ich habe ein Büsch gelesen. Und der Kamerad ist als Kopfboy verkleidet gewesen. Er hat Indianer alles gespielt mit einem von seinen Kumpel. Während ich gemütlich lese, kommt er zurück, ganz nass, verzirnt, ganz aus dem Hiesel und brummelt, das Lumbenvolk, ich setze alle aufhängen. Was ist denn? Habe ich dann gesagt. Du haltst deine Bes und blöd, Meitl Gusch. Ich verstehe doch nichts. Da hat es mir gelangt. Was ist das? Was soll das heißen? Dass noch nicht mehr gut sind, vielleicht Menage zu kochen und junge machen. Oder wie mein Vater sagt, ins Bett zu leihen. Los alles gehen, das sind Männersachen. Der Zopfe ist ab. Seine Fläschädelpistole ist da rumgefahren. Ich hab sie geschnappt und hab mir Fläschädel mit auf die Stirn geklebt. Was machen Sie da? Ich weiß nicht. Und Sie? Ich habe geträumt, als ich im Park bin und spiele mit meinem Kumpel. Ich habe geträumt, dass ich im Wald bin und lese. Dann noch ein Schuss damit. Die Menschen sind verrückt worden. Sie schießen auf die ganze Welt. Schön, heiter,
Sonnenstille. Schwarz, grüßig, schrecklich, erbärmlich. Es kommen immer mehr Menschen da unten. Da unten, die haben die Indianer ihre Tyrannen abschießen. Da sind Frauen ihre Leben lang, Sandrio, und nicht mehr Putzfrauen. Dort, die haben drei Seile der Wolfmetzgen. Und da wachsen die Nase von den Pinocchio-Politikern hin. Da unten frisst der Krokodil der Kapitän Crochet. Da lacht der Wolf mit den Grossmüttern. Und in dem weiten Land stellen die ausgenutzten Kinder die Menschen fressen vor das Gericht. Da unten sitzt der Barbe Bleu am selben Tisch wie seine Frauen. Da unten ist eine schreckliche Welt. Da unten ist eine wunderbare Welt. Paradies. Ein Hill. Sind immer mehr Leute in dem Paradies. Sind immer weniger Leute in der Hill. Wieso sind denn wir so weit gekommen? Wir haben ja nur gespielt. Gespielt? Da hat mir die Ausgesicht mit Schokolade verschmiert. Ich hab alles müssen machen, das Gute richtet sich ihm anstellen. Da hat Indianer nicht gern gehabt. Der hat Mädchen nicht gern gehabt. Da hat Menschen nicht gern gehabt. Überall gespielt haben im Quartier, hat er mir immer am wenigsten Bonbon gegeben. Und ich habe nicht einmal ins Quartier der vergeben, verboten. Ich hab immer mit Putzfrau spielen. Mir ist alles drauf los, wo ich noch am Zünsten bin, bleib ich dich. Stein hat er mir nachgeworfen. Und der Chef Wahlen, habe ich mich nicht einmal aufstellen. Dreckig für drei Zwiebeln hat er mir immer nachgebrillt. Am Monat hat er mir den Keller eingesperrt. Da ist sein Platz. Nein, hab ich dafür mitspielen. Rennen, Gratle und kämpfen ist nicht für die Mädchen. Ach so, ein Dreckhass. Darf nicht sehen, nicht hören, nicht schmecken, nicht spüren, nicht reden und nicht denken. Das einzigste Interessante bei den Weibern liegt unter dem Rock. Und plötzlich fliegen sie die Pistole. Da stehen wir jetzt wieder auf so einem Park. Allein? Wieso allein? Bin ich nichts wert? Das habe ich nicht gesagt. Du hast gerade so viel mitgemacht als ich. Und? Und wir zwei, allein. Allein, aber zu zweit. Wir zwei, allein auf der Wald. Allein Wald. Und? Ich habe gedacht, dass ich und du. Ich und du? Also du und ich könnten probieren. Ja. Und? Ich kann immer sie die Garn haben. Du glaubst nur. Ich hab die Garn. Ich auch. Wir waren ein schön Leben verbringen, du und ich. Ganz allein. Allein? Hörst du, es sind immer mehr Menschen. Die Leute sind wie mir. Die haben alle einer mitgemacht. Wir installieren uns in ein Haus. Mit formischen Vorhängen. Wir installieren uns in ein Haus. Mit formigen Vorhängen. Im schönen Quartier. Im schönen Quartier. Im reichen Quartier. Im riesigen Quartier. Dann machen wir eine Puppele. Dann machen wir eine Puppele. Wo dann spielen wird mit den anderen Kindern. Wo dann noch spielen wird. Mit den anderen Kindern. Im Quartier. Wie sie alle Menschen wohnen, wo einer mitgemacht hat. In Quartier, wo die alle Menschen wohnen, wo einer mitgemacht hat. Dann gehen sie in die Schule. Dann gehen sie in die Schule. Mit einer anderen Kindern, mit einer allen Menschen, wo einer mitgemacht hat. Mit den anderen Kindern, von denen allen Menschen, wo einer mitgemacht hat. Dann kaufen wir ein Auto. Dann kaufen wir ein Auto. Gehen auf Weekend ins Tal. Mit den anderen Menschen, wo einer mitgemacht hat. Gehen aufs Weekend ins Tal mit den anderen Menschen, wo einer mitgemacht hat. Das gibt keine richtige Sache mit den Hüfen Menschen, wo einer mitgemacht hat. Überhaupt, dass manche nicht so viel mitgemacht haben. Unser Haus. Schützen. Unsere Kinder. Schützen. Unser Auto. Schützen. Sich immer schützen und beschützen. Wir schützen und beschützen. Ich weiß nicht. Asyl.
Bonjour, Herzele. Bonjour, Schatzele. Hast du gut geschlafen? Ja, komm, setz dich schon, es ist alles gerichtet. Was machst du in Zeit, Herzele? Der Wagen nehmen, ins Büro fahren und am Dossier 01378N schaffen. Und du, Herzele? Ich mach die Ménage, dann die Kommissionen und dort das Essen richten. Mein Herzele. Gell, wir sind glücklich. Oh ja, wir sind glücklich. Adieu, Schatzele. Und einen guten Morgen. Au revoir, Herzele. Bis am 12. Bonjour, Herzele. Bonjour, Schatzele. Hast du gut geschafft? Ja, das Dossier 01378N. Ein schwieriges Dossier. Wenn ich denn die Verantwortung, wie du hast. Was wird halt? Und du, Schatzele, was hast du gemacht? Die Saldung. Dann Kommissionen. Und dir das Essengericht, mein Herzele. Oh, wie wir glücklich sind. Gell, Schatzele? Oh, ja. Schmeckt das Herzele? Ah, Genuss. Was machst du jetzt mit dem Schatzele? Ich steck mein Deckel wieder. Weißt du, das macht mal unsere Wartung. Und die Herzele? Das Dossier 01378N. Adieu, Schatzele. Und einen guten Mittag. Ich freue mich schon für die Dove. Guten Abend, Schatzele. Guten Abend, Herzele. Hast du gut geschafft? Ja, das Dossier 01378N. Schwierig, das Dossier. Schmeckt das, Herzele? Ah, Genuss. Was machen wir jetzt oben? Schatzele. Wir schauen die Tele. Natürlich. Le tube de guerre a éclaté en Italie et en Europe. Dans un secret, il a été pour aider l'État de projet contact de l'Union, fin d'année, pour les tubes et pour les tubes. Le
Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, ich bin mir glücklich sind. Ja, wir sind glücklich. Bonjour, Herzele. Bonjour, Schatzele. Hast du gut geschlafen? Ja, komm, setz dich an, es ist alles gerichtet. Ah! Ja, was ist denn, Schatzele? Da, da. Ja, was da? Da, in meinem Kasten. Ja, was ist in meinem Kasten? Grad, er ist nimm im Eiskasten. Wer ist nimm im Eiskasten? Der Butter wie jeden Morgen. Wie jeden Morgen am 7.85 Uhr hol ich dir den Butter aus dem Eiskasten. Tatsächlich, kein Butter. Ja, was hast du denn angestellt? Ich weiß es nicht. Da ist er ja. Der Butter da. Ich leide immer da an. Es ist nicht schlimm. Komm, ich muss fressen. Was machst du denn seit mir da, Schatzel? Ich kann dich nicht verstehen, der Butter ist noch nicht da gelegen. Oh, sie, Schatzel, ohne Güte am Morgen. Gute Nacht, Herzel, bis um 12. Ja, hallo. Ich weiß nicht. Was? Das kenne ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Was passiert denn? Auf einmal wurde ich etwas gefragt. Jetzt muss ich denken, etwas anderes machen. Er kommt nicht mit. Er steht nichts mehr. Keine Referenzen mehr. Du weißt nicht, was ich machen soll. Wie ich es machen soll, wenn ich es machen soll, wo ich es machen soll. Putzen oder zuerst Kommissionen machen. Und wenn ich nicht gehört hätte, und das lesen. Nein, das ist unmöglich. Was für ein Morgen? Dossier 01379N ist viel interessanter als 01378N. Aber jetzt muss ich noch danken. Noch danken, noch danken. Eine andere Sache. Noch danken. Schatzala, wo steckst du denn? Gewöhnlich bist du als immer da, wenn ich heimkomme. Herzele, ich hab das gesagt. Seht ihr, als der Bruder da, in mein Kasten. Und Tele? Lauf nicht, Blatiri! Ja, was machen wir jetzt? Ich hab nichts gekauft und Tele läuft nicht. Jetzt mach gar nichts mehr an der Dossier gehen. Was, Herzele? Sie haben das Dossier 01378 eingenommen. Jetzt habe ich das Dossier 01379. Sie haben sogar telefoniert. Das ist nicht wahr. Doch! Ich würde sagen, dass es ein ganz wichtiges Dossier ist für die Gesellschaft, also viel von mir erwarten, hauptsächlich Antworten über verschiedene Punkte. Antworten, ja, da, nichts zu essen gibt, Tele, Fragen stellen, da passieren Sachen, alles ist immer schwerer, zittert am Butter. Je, je, je! Oh. Ihr Schatzel, wir können nicht mehr so weiter schlafen. Gestern ist noch alles am Radler gelaufen. Wir sind glücklich gewesen. Ist das wahr? Sind wir wirklich glücklich gewesen? Jede Stunde, jede Minute haben wir gewusst, was machen. Wo es machen. Wie es machen. Wenn es machen. Eigentlich haben wir gewusst, warum es machen. Schatzele, jede Sekunde haben wir gewusst, wo wir gehen. Haben wir gewusst, warum? Warum machen? Warum gehen? Warum? Warum weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass jetzt
alles Lazarum ist. Wir müssen Antworten kriegen. Also müssen wir zuerst Fragen stellen. Ja, was wollen wir für Fragen stellen? Das haben wir noch nie gemacht. Komm, ich weiß. Wir gehen auf Internet. Dort können wir Fragen stellen und nehmen es Weißes. Ja, was suchen wir denn? Fragen stellen. Ja, was für Fragen? Über das Glück. Du hast doch gesagt, dass wir glücklich sind. Wir sind glücklich gewesen. Also ich sehe happy. H-A-P-P-Y. Enter. Resultat. 3.500.831 Antworten. So viel glücklich. If we have to build the house of happiness, the waiting room would be the largest. Wenn man sonst vom Glück bauen wird der Wartesaal das größte Zimmer. Das Glück ist eine seltsame Sache. Diejenigen, die es nicht gekannt haben, sind vielleicht nicht wirklich unglücklich. Warum gibt es kein Internet auf Elsassisch? Il y a deux sortes d'hommes. Ceux qui pourraient être heureux et ne le sont pas, et ceux qui cherchent le bonheur, sans le trouver. Kompliziert, kompliziert, fehlt's kompliziert. Le bonheur, ça n'est pas acheter ou avoir du plaisir, mais ne rien vouloir, ce qui signifie être libre. Freissez, freissez. Happiness on earth, in France, in Alsace. Alsace. Happy people have the best of two cultures. Happy children who can learn two languages, two national languages, French and Alsatian. Alsace. Glückliche Menschen haben das Beste von den zwei Kulturen. Glückliche Kinder, die zwei Sprachen kennenlernen. Zwei Nationalsprachen, Französisch und Elsässisch. Nein, Achtung, da steht French and German. Ja, hey, du stimmt, etwas nicht, wie du es machen. L'allemand est une langue régionale de France. Da sind sie nicht d'accord, da machen sie schon Prozess. Wie kannst du nur so sagen lassen, wo du kommst? Wertvolle und tapfere Politiker besorgen auch viel Glück im Elsass. Oh, Affären, das sind Affären. Da ist einer im Gefängnis, der andere vor dem Gericht. Der erklärt, dass alle Hand in Hand sollen schaffen. Und dann sagt er mir alle Chance. Weißt du gar nicht, wo du daheim bist? Parisians hate us. L'humanisme rénan règne dans cette petite région. On doit à présent jeter tout ce folklore, cet âme. Il faut ramener l'ordre dans ce pays, cet homme. Das ist alles. Mon Pitz! Freisee ist nichts wert. Ich war glücklich sehen. Glücklich sehen wie früher, früher. Redst du mit mir? Ja. Du bist schuld, oder wollen? An was? Du bist schuld. Als ich jetzt in der Wald gab und ich die Antwort an mich finde. Red, was sollst du für Antworten? Du bist schuld, als ich jetzt in Finsternis sank. Ist es in Finsternis? Es wird sogar alles ganz klar. Du bist schuld, dass ich jetzt im glücklich bin. Ja, meinst du, dass ich glücklich bin, Finn? Ja, ganz sicher. Bis. Bist du sonst der verflixte Butter? Ja, und jetzt mit dem verflixten Butter? Es hat mit dem verflixten Butter nichts zu sein. Mit dem verflixten Butter bin ich nicht glücklich. Denn vorher bin ich glücklich gewesen. Vorher habe ich nichts gesagt, nichts gehört, nichts gespielt, nichts geschmeckt. Und hauptsächlich habe ich nichts gedacht. Tatsächlich, da haben wir einer mitgemacht. Vorher! Vorher sind wir eingesperrt gewesen. Vorher sind wir eingezündet gewesen. Und vorher, ganz vorher, sind wir sogar ausgezündet gewesen. Ich bin satt von deiner ganzen Frage. Ich brauche Antworten. Richtige Antworten! Was steht da? Your life is dull, appalling, inhuman. Ich sehe ihn, Wald, eidenig, peinig, verzweifelt, unmenschlich. Sind wir verloren, haben wir einen Weg verloren. Wir haben alle Antworten und Lesungen. Komm zu uns, unser Geheimnis heißt Ka, Ka, ist mit uns. Komm, Ka, treffen. Sind das angenehmelig? Das sind wirklich glücklich drin. Die strahlen vor Glück. Schau mal, die große Familie, alle lachen. Da ist der Gras. www.k.com. Ich komm sofort!
Meinst du, wäre ich dass du bei denen kriegst, die Antworten? Ja, ganz sicher. Willkommen, Brüder, im Haus von K. K. hat mir den Weg gezeigt. Wir sind alle glücklich, denn wir haben alle Antworten. Ja, gerade das interessiert mich, die Antworten. Ich habe die Antworten. Ja, wie kann ich die Antworten bekommen? Da steht im Buch von K., 1. Paragraph, 35, Alinea 2, wenn der Antworten wird, stellt den Fröhe. Ja, wie kann ich die Antworten bekommen, ohne Fragen stellen? 1. Kapitel, Paragraph 25, Alinea 2. K. hat sich selbst alle Fröhe gestellt. Und jetzt, Brüder und Schwester, hör meine Antworten. Und die alle Antworten stehen in dem Buch? Im Buch von K. und in anderen, die sehen wir später. Das Buch von K. möchtest du jeden Tag lesen. Alinea für Alinea, Kapitel für Kapitel. Wir treffen uns alle jede Woche, dreimal. Und da kann jeder Bruder und jede Schwester meine Erklärungen hören. Wissen Sie, Meister, ich habe Time, bin auf der Arbeit, ein Haufen Probleme. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wo es machen, wie es machen, wenn es machen. Ein jeder Bruder und jede Schwester hat einer mitgemacht, bevor er den einzigen richtigen Weg gefunden hat, den Weg von K. Du wirst ihn auch finden, deiner Weg. Aber für das müsst ihr Staffel für Staffel den Buckel aufkratzeln. Da oben ist der einzigst richtig Weg. Für anzufangen, gebe ich dir das Büch. Ein Büch von K. Es kostet. Nix. Time mit deiner Frau lesen auf der 1. Kapitel. Wir haben noch schon viel Antworten. Wir sehen uns am nächsten Freitag. Da ist meine Mail und das Telefon im Fall. Oh, merci, Meister. Ich mach exakt, was ich mir sagen kann, als ich meine Antworten bekomme. Der Noh hat mir gesagt, wenn der Antworten wird, stell keine Fragen. Das stimmt jetzt nicht. Du kannst keine Antworten kriegen, wenn der keine Frage stellst. Doch, es steht im Buch von K., 1. Kapitel, Paragraph 12, Alinea 36. Eine zweisprachige Version, speziell geeignet für unsere Gegend. Mach langsam, Schätzele. Und wenn es da war, wo alle antworten, da steht. Pass auf, Herzele. Da steht, wenn der antworten wird, stell keine Frage. Und ein bisschen weiter steht, stell keine Frage im Ersten, wo du antriffst. Wenn du antworten willst, stell keine Frage. Im Ersten, wo du antriffst. Wenn du antworten willst, stell keine Frage. Im Ersten, wo du antriffst. Nein! Hallo? 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 Meister! Gott, ich habe ein Problem. Nein,
Offen, ja. Im ersten Kapitel, Paragraph 12, Alinea 58 steht, wenn der Antwort wird, stell keine Fragen. Ja, ich las mich von K mit meiner Freude. Ja, merci. Ich habe meine Freude gesagt, dass wieder steht im ersten, wo du antriffst. Was? Ja. Oh ja. Ja. Merci, Meister. Jetzt habe ich mit uns. Au revoir, Meister. Der Meister hat gesagt, dass der Käfer Troje so zu im ersten, wo du antriffst, besonders nicht in der Fremd oder in der Familie. Ja, soll das heißen, dass jetzt Fremd oder die Familie auf einmal schlecht sind, wo? Nein, Schatzel, das will heißen, dass man sich zuerst an den Meister oder an K wenden soll. Wenn ich die Sache gut verstehe, hast du jetzt keine Vertrauen mehr in mich. Die Fragen, die Fragen und die Antworten. Ja, ich mir nicht gesagt, dass du bei denen kriegst, die Antworten. Schluss jetzt mit einer Frage. Ich muss lassen. Erster Kapitel, Paragraph 12, Alinea 78. Ich bin's Licht. Ich habe den Weg gefunden. Ein schwerer Weg. Nur da ist gut. Nur da ist gut. Die, die wir folgen, sind unsere Welt. Die Nummer waren geredet. Die Nummer waren geredet. Die Nummer haben die Antworten. Die einzigste Antworten. Die Antworten von K. Also, wenn man gefragt soll stellen im ersten, wo man antrifft, will es in der anderen tun wir Welt. Die von K. Ja, wie erkennt man die K? Die Frage. Nur Frage. Ich habe jetzt inzwischen viel gelernt. In der Zeitung, in der Becher, auf Internet. Zum Beispiel, als man schon ein paar Mal in der Folie gesagt hat, Folie mehr, ich fähre ich in der Rom, in der Ehr. Da sind sie mal in dem nachgetappt. Dann in dem. Und dann wieder in einem anderen. Dann haben sie es immer noch nicht kapiert und sind wieder in einem anderen nachgetappt. Die Wissenschaftler, die Historiker und Psychologen sagen, dass die Völker an Identitätsproblemen leiden. Wären wir nicht Erbe von diesen ganzen Völkern? Da erkennt man es mal von K. Erste Kapitel, Paragraph 12, Alinea 58. Der einzigste Wort ist ja von K. Die alle Doktor, Wissenschaftler, Psychologen und andere, Hokus Pokus, stehen alle unter dem Gewicht von K. Also von hier ab sind es nur noch der K. Und der Meister, der die einzige Wahrheit beherrscht. Ja, ich sag's. Das ist der einzige Mittel für frei und glücklich sein. Und andere sind nicht frei und glücklich und kehren im K. Ja, hast du den Bücher. Von jetzt ab gibst du mir also jedes Mal Antwort im Vergleich von deinem Bösch. Ja, denn sie stehen alle drinnen. Und wenn der wie das Bösch geschrieben hat, sie ist trompiert, denn? Und die Fragen, die Fragen. Ich muss Luft nehmen. Ich lese jeden Tag mehrere Seiten vom Buch. Und ich glaube, ich bekomme so langsam die Antwort. K.K. ist leicht. Du bist auf dem Weg. Ich habe aber ein Problem. Erstes Kapitel, Paragraph 56, Alinea 7. Jedes Problem findet seine Lesung. K. hat die Lesung. Jedes Mal, wenn ich über Alinea reden will, kommt meine Frau mit anderen Argumenten und ich kann keine Antwort geben. Du gehst bald zu unserer Welt. Hey, dich vor deiner Frau. Der will nicht, dass du den Weg findest. Was soll ich machen? Meister K. helfen? Du willst in K. vertrauen haben. K. gibt dir Kraft. Zuerst viel beten, mindestens 10 Mal am Tag. Dann das Bischen lesen. K. und seine Find. Es kostet 200 Euro TTC. Geh jetzt, Brüder. Du bist voll auf der ersten Staffel. Oh, merci, Meister. Was darf ich machen ohne euch? Mein Lava hat wieder einen Sinn. Um welche Zeit kommst du heim? Schau dich an, du bist verkleidet, du hast die Kia getroffen. Wieder ein Nestbüsch? Da steht der Mann, ist der Meister vom Haus.
und feuchtet unter seinem Befehl, also von hinten. Von hinten blieb ich stehen. Sehe ich, unsere Antworten kommen so langsam. Der noch steht, dass die Frau ordentlich angelegt müsse. Ordentlich? Was heißt das? Ordentlich? Ordentlich will heißen, dass man nichts dazu sagt. Was darf man nicht sagen? Das? Oder das? Ja. Oder ein Mensch das? Also, also oder also? Ja, also. Prima. Und dann? Dann noch, nicht so viel Farbe. Nicht so viel Gelb, nicht so viel Rot, nicht so viel Blau, ändere so. Grün. Ja, also. Sind noch andere interessante Sachen in deinem neuen Busch? Ja, da stehen alle Antworten, Monsieur. Für wenn du nimmst, für mich glaubst du, dass ich die Plätze noch nehme? Keine Frage, meine Antworten sind da! Au, oh, wieder eine zweisprachige Version. Das muss ich Geld verkaufen bei uns im Elsass. Weißt du, was macht? Ich muss auf dich aufpassen, dass du nicht mit dem Kieläufst. Da haben wir's. Siehst du nicht, dass die Wärter in dem Bösch nur da sind für einen im ersten Guru, wo er schien zu unterwerfen? Denkst du nicht, dass man die Antworten auch irgendwo anders so zwischen? Oder wie der Mensch nicht denken, weil du Angst hast? Von wem? Von was? Von wo kommen die Ängste? Wer hat das in den Kopf geprägt? Das ist nichts! Da haben wir den richtig Elsässer. Ein stiller Anarchist! Ja, du bist leicht! Halt mir gegen den Kiekampf und Kiech, dachte mein Freund! Ich kann einfach so blum mit meinen Brüdern und Schwestern! So kommt man auf die einfache Antworten! Keine Lust, mir Fragen zu stellen, sonst ist man Guru, Retter, Führer! Es ist vielleicht wegen dem, dass man in dieser Gegend so wählt! Es ist heute deine erste Versammlung gewesen. Du hast alle Brüder und alle Schwestern begeistert. K. ist in dich. Du bist auf dem Weg. Aber jetzt willst du eine Staffel mehr laufen. Du, gebe ich dir noch ein paar Bücher. Es kostet 3.200 Euro. TVA kommt dazu. Leider. Du bist jetzt ein Soldat von K. Oh, wirklich, ich weiß. Ich bin stolz und demütig, vor dem Werk noch zu machen. Ich habe Preis gemacht von K. Aber ich habe meine Antworten. Geh jetzt, Brüder. Mach deine Pflicht. Wir sind überall. Ist krank. Ja, eine kleine Grippe. Das ist das Zeichen von Ki. Ich habe einen Bruder angetroffen. Der war brutal und betrunken. Vergewaltiger, arbeitslos, Lieger, Spieler, Sida, krebskrank. Schweinsucht. Dann hat er K. angerufen. Jetzt schafft er. Ist nicht mehr krank. Seine Freude, seine Nachbarn, sein Patron, alle sind glücklich. Wir sind ganz gefährlich, Leute. Du bist in Fahr. Wenn du nicht mit uns kommst, bist du verloren. Und wenn ich... Hör auf mit der Frage, jetzt gebe ich die Antworten. Was ich denke? Ich danke nicht, ich kann, wofür mich dankt. Bald in die Brücke. Du bist von Kiep, Schasser. Du bist auf dem falschen Weg, ist Gellriebler und Eich! Gellriebler und Eich, du bist ganz einfach schnell! Richtig, ein bisschen Bock auf 12. Habe ich mir auch der 70. Kie ist hässlich, sie zeigen ist Gellriebler. Im Hüst von K gibt es kein Gellriebler. Kie ist viel Geld, sie zeigen ist Ei. Im Hüst von K gibt es kein Ei.
Es noch viel von deinen Witzen. Du lebst in der Finsternis. Und du lebst in Gezünd mit deinen ewig sehr Jungen. Ja, mal! Ich bin dran eigentlich. Peinlich und verzweifelt laber mit dir. Oder laber, er fehlt vom Licht. Von gar, meine ganz weiß Kiel. Ja, und jetzt mit dem Kiel. Du bist ein Kiel, die Karheit gescheitert. Geh mich an! Zeit ist rum, wo man mich sagt. Du musst immer so denken. Das darfst du nie hören. Bei uns wird nur so geredet. Ich hab mit dir nichts mehr zu tun. Jetzt gibt's eine Schlacht gegen die Finsternis. Wir waren die Schlacht gewinnen, denn Karl ist mit uns. Ich komme sofort zu meinen Brüdern und Schwestern. Wer ist denn der Kiel aus dem Herz? Ja, dann kommst du mit uns. Wir sind eine große Familie. Eine kriegliche Familie. Die nicht in unserer Familie sind, sind der Krieger. Und die der Krieger sind, sind unsere Feinde. Wir treffen uns wieder auf die wesentlichen Werte. Komm, setz dich neben mir. Wir haben eine Menge Sachen zu erzählen. Das Lumpenlüter ist wieder draußen. Lass an. Da tropft sie sich herum. Und da muss ja auch so viel arbeiten. Wer ist Richter? Kommissionen machen. Verrat sind, wenn der Mann ankommt. Regieur. Regieur. Reides Weib. Reides Weib. Schlenz. Schlanz. Die Vögelschei. Vogelschier. Thank you.
Leidenschrei von den Kindern. Mit dem blunden Hohen im Wind in der Sonne. Romy-Familie! Frau, Kinder, die wollen jede mit, überall. Schlacht, Kumpel, mir aufwärts. Was für ein Glück in der Welt zu leben. Ja, weit. Kommt da. Selber berühmt, mit viel Verantwortung, Vertraulichkeit, Unehrlichkeit. Selbermord, Selbermord, bin ich glücklich sind und hab viel Geld gehabt. Natürlich, von jedem Vertrag hab ich über Pulver verdient. Und dann, thank you.
was nichts. Zwischen ihm alles perfekt. Sind auch so frag sich Heften, die sind die Liebe, die uns zusammengebunden hat. Wer ist davon? Wie der Greis wird gebeten haben, der Grotze. Ja. Du musst aber leben kennen, mit den klaren Fehlern auf die Seite. Ja, der schwarze Chef, der ganze Chef, der schwarze Selmholz habe ich viel geschafft und habe Hilfe gegeben. Manche sehr rich, manche mit viel Macht und manche rich und viel Macht. Ja, dann war ich ein Hübsacher. Sag's doch in keiner Sinne und mich immer an der Grenze und Sitz. Die Kunde werden immer am besten davon kommen. Dann mach Scholz-Sachen, wo nicht immer ganz regelmäßig sind, obwohl sie im Raum sitzen und doch nichts ungesetzt sind. Ich will sagen, dass ich da richtig gucken und hab viel Macht jetzt. Dann bin ich ganz natürlich auch, wenn manche Kreise kommen, ganz natürlich auch. Machst doch mit, was in der Falle ist, andere schuld ist, als mehr gefunden. Und ganz natürlich auch, brüchen wir mehr Geld, müssen wir Stand halten. Und noch mal bis auf eine andere Zeit, auf eine Zeit, wo es immer unehrliche Züge geht. Und dann ist gar nicht perfekt gewesen, außer mit ihnen allen. Ja, von dieser so gefitzten Familie Lärsch. Allen, der Roger Schwöger, Schaulin. Und wenn der Familie so ist, denkt man natürlich Vereinigung. Es mit Gott! Es gibt auch schon schwach die Seite, wie der so nette Familie. Kopf, Kopf, haben wir nicht viel gesagt? Redet, die will ich uns helfen.
Gut, dass es da ist, sind. Wo wäre ich jetzt? Einmal nicht da. Auf der Straße. Im Tigerle. Seid ihr Schüsslachen? Erst, wie sie die Plätos aufgemacht hat, ist der Witterung. Stand. Der Kunde von Trisio. 630 Euro hätte ich den Stier nicht anmüden. 630 Euro. 4 Millionen Franken. Dank wem? Mehr natürlich. Es handelt sich um eine komplizierte Operation. In der Grenze und schon ein bisschen auf der anderen Seite. Resultat? Ich bin verloren. Und dann Martha, dann der François und sogar der Jean-Marc sind noch gedacht. Als Deputé kann ich trotzdem die Geschäfte nicht erschmalen, großzügig zu werden. Ich bin schon wieder in die Kunde. Annele, das hat sich denn. Während der Wahlkampagne und auf die Berg. Hätte ich wieder gekriegt. Mit allen den kleinen Witz, wo mich hier umsetzen, ich weiß, Bucke. Meine Kunden sind auch wiedergekommen. Der Roger wird immer blöder. Trotzdem. Herr Bortz, Caroline sind Zweiter. Zum Glück. Denn meine Und keine Gräser!
Dem ist der Reif gestohlen. Meine Geschäfte liegen besser mit dem von der Familie. So ist er eben versorgen. Thank you.